Aufgebrochene Türen, eingeschlagene Fenster. In der Otto-Hahn-Straße in Neumühl herrscht Chaos. Seit Monaten klagen Anwohner über Lärm und Verwahrlosung. Frank Tacken, ein Anwohner, lebt seit jeher in Neumühl. Er hat die Entwicklung miterlebt. Die Zustände sind für ihn unerträglich. Seit 1,5 Jahren wird es hier immer schlimmer. Die vorhandenen Mieter, die hier damals gewohnt haben, sind aus diesen Blöcken hier ausgezogen, weil angeblich die Wohnungsbaugesellschaft dort in keiner Weise handhabt wird über die Mängel der Häuser. Wir können ja kaum noch Leute hier hinkommen lassen, Bekannte oder so, die sagen dann, wo wohnt ihr denn hier? Die ursprünglichen Anwohner sind verzweifelt und fühlen sich hilflos. Peter Hess vom Mieterschutzbund kennt die Problematik. Er hält die Zustände für untragbar. Laut ihm liegt die Verantwortung bei den Hauseigentümern. Diese seien verpflichtet, Abhilfe zu schaffen. Das Optimale, weil sofort perfekt Erfolgversprechende wäre, dass die Eigentümerin bzw. die Verwalterin des Eigentümers Strafanzeige gegen diese Eindringlinge erstattet, weil dann die Polizei erst die Möglichkeit hat, die Herrschaften zu entfernen. Ansonsten, solange keine Anzeige erfolgt, keine berechtigte Anzeige, das heißt, Sie, ich und vor allem die betroffenen Nachbarn können gar nichts anzeigen, die sind keine Eigentümer. Solange also das nicht passiert, müssen die immer wieder mitrechnen, dass Leute im Haus sind. Und das ist natürlich eine untragbare Situation. Die Missstände sind nicht zu übersehen, weder auf den Straßen noch in den Häusern. Fotos zeigen verwüstete Keller und kaputte Einrichtungen. Um ein Zeichen zu setzen, haben Anwohner bereits vor dem Rathaus demonstriert. Dort sprachen sie mit dem Oberbürgermeister, doch die Möglichkeiten der Stadt seien begrenzt. Die Situation in der Otto-Hahn-Straße bleibt weiter angespannt. Es ist ein Albtraum für uns und es muss was geschehen. Wir hatten ja auch die Demonstration vom Burgplatz und ich denke, dass der Herr Link, unser Oberbürgermeister, dort tätig wird. Wir sind hoffnungsvoll und seine Aussagen sind ja auch positiv. Dass es auch anders geht, zeigt die andere Seite. Dort ist eine andere Wohnungsbaugesellschaft. Dort wurde renoviert. Es wird sich um die Anliegen der Mieter gekümmert und es funktioniert. Die Mieter müssen weiter auf Besserung warten. Eine rasche Lösung ist nicht zu erwarten. Dennoch bleiben die Betroffenen hoffnungsvoll. Sie wollen sich nicht geschlagen geben. Denn so, sagen sie, kann es nicht weitergehen.